Moin moin Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Specs und ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem Guns of Boom Gameplay. Heute zocken wir zum zweiten Mal die neue Waffe Glühwurm, das neue Sturmgewehr hier. Die meisten werden es ja wahrscheinlich von euch schon kennen. Ich konnte es aber bisher eben nur zwei Runden spielen und zwar in dem Video, was ich euch ja gezeigt hatte. Das Ganze will ich heute wiederholen, weil ich einfach nochmal Bock habe, diese neue Waffe auszutesten. Ich meine, zwei Runden ist ja nun mal verdammt wenig und es gibt ja zum Glück mittlerweile dieses Feature, dass ich hier Waffen testen kann. Und jetzt ist die Zeit abgelaufen, also runtergelaufen. Ich glaube, alle 7 Tage kann man die gleiche Waffe nochmal testen oder so. Und ja, auf jeden Fall habe ich jetzt lange noch gewartet und kann Glühwurm nochmal testen. Aber zum Glück eben 2 Runden lang, weil ich ja 2 Accounts habe, die über Level 34 sind. Und ja, ich würde sagen, lasst uns die erste Runde suchen und das Teil doch nochmal austesten. Alles klar, dann sind wir hier in der ersten Runde auf der Map Atrium. Ich habe übrigens Kammerjäger als Kopfbedeckung auf und Panther an den Beinen zum schneller Laufen. Also Kammerjäger, für die, die es jetzt so nicht kennen, für die Gesundheitsregeneration. Yes. Und Panther eben zum schneller Laufen natürlich. Oh, da ist doch schon der nächste, aber der kommt nicht. Gut. Da. Von wo? Hier war doch eine Shotgun, oder nicht? Ich höre Schüsse, wo keine sind. Egal. Alles klar, bei C. Boah, der war nicht schlecht, Freundchen. Der hat mir, glaube ich, mit der Schläger in den Kopf geschossen oder sowas. So, gleich wieder rein. B wird eingenommen. Ja, färb dich rot. Sehr gut. Aber wo sind die Gegner? Da ist einer. Oh, ich wollte gerade noch zu Sunny Shotgun wechseln, um mein Leben zu regenerieren, aber das hat leider nicht mehr geklappt. Boah, hier sind ganz viele. Ganz viele. Nein, nicht weglaufen. Sehr geil. Kleiner Run hier. Was? Nur Assist? Was soll das? Geht doch. Killing Spree. Ja, also geile Waffe, würde ich bis jetzt sagen. Ich bin hier schon ganz verstummt, weil ich hier ganz konzentriert am Zocken bin. Aber das Ding, also natürlich, ne, wenn man jetzt hier entsprechend das Teil zum Rot aufleuchten bringt und dann Glück hat und entsprechend viele Gegner vor einem stehen, wie auf dieser Map hier des Öfteren der Fall ist, dann ist das schon eine ziemlich starke Waffe, wie ich finde. Also die haut echt gut rein. Wie ihr gerade auch unschwer erkennen konntet, glaube ich. Jetzt nehme ich einfach mal kurz was ein. So, wir müssen noch ein bisschen gegenwirken. Wir verlieren nämlich, dann geht die Runde vielleicht noch ein bisschen länger. Und mein Kollege, der hat gerade übertrieben gelaggt. Oh, jetzt hat er mich umgebracht. Das macht aber nichts, denn ich habe keine Munition mehr. In der Glühwurm. Oder in dem Glühwürmchen. Ja, schon wieder 2 Kill-Assists, Mann. Okay, aber hier, oh, der hat die wahrscheinlich von mir aufgehoben. Manchmal habe ich das irgendwie in letzter Zeit, dass wenn ich einen umbringe und da steht dann auch Kill und da wird auch gezählt, dass der aber rechts oben im Kill-Feed irgendwie nicht angezeigt wird. Ich habe keine Ahnung, woran das genau liegt. Aber solange der Kill gezählt wird, ist es ja noch verträglich. Okay. Ah, ich habe gerade neben das Symbol gezippt zum Anvisieren. Ja. Da ist kein Wunder, wenn ich dann sterbe. Ich habe schon gemerkt, dass ich angeschossen wurde und gleich haben wir endgültig verloren. Und ja, von hinten, sehr schön. Aber ey, ich bin Erster und zwar auch besser als meine Gegner von der Statistik her. Nur trotzdem werden wir jetzt hier gleich verlieren, weil wir zu wenig eingenommen haben. Komm her, schön aus der Hüfte. Jetzt leuchtet das Teil wieder und die Runde ist vorbei, okay. Okay, ich habe da schon mal was vorbereitet. Ich habe eben schnell die Werbung schon mal geguckt und bin jetzt hier in meinem Hauptaccount wieder drin, mit dem ich Level 46 aktuell bin. Auf dem Account, mit dem ich eben gerade davor gespielt habe, es war ja mein alter Account, auf dem bin ich Level 35. Das heißt, hier werde ich tendenziell schwerere oder deutlich schwerere Gegner in der folgenden Runde haben, aber das soll mir jetzt egal sein, ist ja sowieso mein Hauptaccount, damit spiele ich ja sowieso am meisten, bin ich also quasi mehr oder weniger gewöhnt. Ich würde sagen, let's go! Farm bei Nacht mit dem Glühwürmchen, das passt ja.
Dann wollen wir das Glühwürmchen möglichst schnell zum Leuchten bringen. Ich habe hier wieder Panther und Kammerjäger ausgerüstet. Hab den ersten schon mal weggeholt. Aber ich muss ja mehrere Kills hintereinander holen, damit es hier Sinn macht. Okay. Das war nix. Aber egal. Ein Kill konnte ich schon mal wenigstens machen, den First Blood hier am Anfang. Oh, ich sehe gerade hier. Chris ist in der Videoaufnahme mit dabei aus meinem Clan. Wir spielen zwar gerade nicht in der Gruppe, aber sind zufällig in einer Runde. Gerade zusammen drin. Von daher wirst du jetzt Fame gemacht. Boah, der ist aber schnell gelaufen. Der wollte uns blenden. Na ja, super. Klar, aber der Stachelschwein aus der Entfernung hat auch das Glühwürmchen keine Chance mehr. Beziehungsweise der Glühwurm. Also wenn mich nicht alles täuscht, wollte gerade sagen, genau. Nämlich der Chris, der hat sie nämlich schon freigeschaltet, die Waffe. Deswegen hat er hier nämlich auch schon Skin drauf, wie ihr sehen könnt. Weil wenn man sich eine Waffe ausleiht, hat man da in der Regel keine Skins drauf. Aber dann kämpfen wir mal ein bisschen zusammen hier, zwei Glühwürmchen. Na komm. Nein. Danke, da haben mich meine Kollegen gerettet. Ich musste schnell nachladen und mich einmal in Hektik heilen. Aber irgendwie mache ich jetzt auch nur noch Assist, wenn ich mit denen so zusammenspiele. Egal. Wow. Oh, schade. Wo kam der denn noch her? Nicht schlecht. Na komm, den ersten haben wir. Den zweiten. Und komm. Dritten. Ah, schade. Fast den vierten. Das war jetzt richtig knapp, ey. Igor Kss. Oder wie der Typ heißt. Er hat mich noch aufgehalten. Aber schon mal ein schönes Ding. Genau dafür ist die Waffe ja eigentlich gemacht, ne? Eigentlich müsste ich hier die Beinrüstung, ich weiß gar nicht, wie heißt die, Teufelskerl oder so drauf machen. Da mache ich doch 20% mehr Schaden, wenn ich Gegner in weniger als 3 Sekunden, also mit weniger als 3 Sekunden Abstand hintereinander töte. So. Dann steigert sich ja für kurze Zeit der Schaden immer. Das ist bestimmt auch heftig, weil diese Waffe ja eben schon hier diese Schadensteigerung mit drin hat. Und dann auch noch die andere Schadensteigerung und am besten noch Jäger der Nacht oben auf dem Kopf drauf für erhöhten Kopfschussschaden. Dann ist wahrscheinlich alles vorbei. Nein, Chris, er ist gestorben. Ich wollte gerade mit ihm wieder zusammen Glühwürmchen-Action machen. Ah, jetzt bin ich gleich tot. Es ist jetzt zu riskant. Ja, das war klar. Selbst mit der Sprinter kann er mich dann noch weghauen. Aber geil, ich habe jetzt so viele Kills wie in der letzten Runde auch schon. 13 Stück. Ist auf jeden Fall in Ordnung. Und wir führen noch. Das ist ziemlich cool. Oh, das war jetzt nicht so wirklich gut geaimt von mir, muss ich ehrlich zugeben. Das hätte eigentlich besser laufen müssen. Aber egal, die Runde ist ziemlich gut gelaufen auf jeden Fall. Hier mit 14 Kills. Mein Kollege Chris ganz unten hat in Anführungszeichen nur 5 Kills, weil er hat die Glühwurm, glaube ich, nämlich nullfach verbessert gedroppt bekommen. Ich habe sie hier nämlich zweifach verbessert, deswegen hat er hier in Anführungszeichen nur 5 Kills und eben 7 Assists. Aber das ist ja auch egal, ich wollte ja nochmal ein bisschen die Waffe ausprobieren, ein bisschen abchecken, ein bisschen testen. Ich finde sie richtig geil, ich bin auch immer noch nicht ganz sicher, ob ich mir Firefly, also Glühwurm, versuchen sollte aus den Schlachtkisten zu ziehen. Oder ob ich weiterhin daran festhalte, mir Odin zu kaufen. Schreibt mir gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare. Was findet ihr besser, Odin oder Glühwürmchen? Ich tendiere ja immer noch zu Odin. Das ist für mich so das Allergeilste, glaube ich, in ganz Boom, was ich bekommen könnte. Und ja, ich bin gespannt auf eure Meinung. Sag vielen Dank fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wundervollen Morgen, Mittag oder Abend. Hoffentlich bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.